Heute mache ich Safran-Paprika-Nussreis. 4 Portionen nach Weight Watchers hat eine Portion 7 Punkte. Zuerst gebe ich 1 Esslöffel Öl in den Mixtopf und dazu kommt noch 1 Teelöffel Kreuzkümmel. Den verteile ich ein bisschen, sodass er nicht auf dem Messer aufliegt. Alles wird jetzt erwärmt, 2 Minuten auf Aroma Stufe 1. Nun kommt noch ein Döschen Safran dazu und Basmati-Reis, den ich vorher ein bisschen abgespült habe, 400 Gramm. Der Basmati-Reis muss jetzt ein bisschen angeschwitzt werden. 4 Minuten bei Varoma, Linkslauf und Rührstufe. Jetzt kommen 2 kleine Paprika, die in Stücke geschnitten sind, dazu. Ich habe jetzt eine kleine rote und eine kleine gelbe genommen. Und 2 Esslöffel Rosinen. Gewürzt wird alles noch mit Salz. Und es kommen 700 Gramm Wasser dazu. Jetzt muss der Basmati-Reis aufgekocht werden. Das mache ich laut der Packungsangabe plus 2 Minuten. Auf 100 Grad. Linkslauf, Stufe 1 bis 2. Jetzt wird alles noch mit Pfeffer gewürzt. Hier nehme ich Pfeffer aus der Mühle und zerkleinerte 50 Gramm gemischte Nüsse. Ich habe jetzt Walnuss, Haselnuss und Erdnüsse genommen. Alles hebe ich jetzt manuell etwas unter den Reis und dann kommen noch 2,5 Esslöffel Pinienkerne, die ich vorher in der Pfanne ein bisschen angeröstet habe, darunter. Und dann ist der Reis auch schon fertig und kann serviert werden. Wie immer findet ihr das Rezept unter perabellasblogspot.de. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen.